Hallo und herzlich willkommen zum großen, kleinen Dirtrennen. Wir erinnern uns an das große Ovalrennen, 50 Runden im Oval. Diesmal fahren wir 50 Runden im Dirt. Und das tun wir mit dem Ford Focus RS von 2001, Hashtag 4. Und wir haben hier ganz viele verschiedene schöne Designs. Und ja, mit mir spielen das Ganze Exit Letney. Nur 24-Stunden-Racer, Perücke Golf und Pervica. Hallo an euch. Hallo. 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 Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern wir gehen direkt ins Rennen. So, und da geht's los. Das Rennen ist eröffnet. Lorenz, was ist deine Strategie? Ich habe genug Zeit, also meine noch ein paar Donuts habe ich. Das ist meine Strategie. Ich würde jetzt lachen, wenn du hoch und Haus und alles verlierst. Haus auch, ja. Ich habe genug Zeit. Na klar, er. Jetzt wirst du Siegballett irgendwie nicht. Also für die Zuschauer, ich habe mich ins Spiel eingekauft. Wir haben gesagt, es ist alles erlaubt, von Treten, Schubsen, Schlagen, Beißen. Er hat gesagt, alles ist erlaubt, gerade eben. Nur Kneifen ist nicht erlaubt. Okay, das war gekniffen. Das war gegen den René. Lorenz hat uns hier tatsächlich eine Runde Vorsprung gegeben. Was auf das heißt, die Brücke ist schon hinten. Ich lenke und gebe Gas und Anti-Läge so vor mich hin. Brücke, glaube ich, hat euch noch einen kleinen Boost gegeben, weil der ein bisschen gewartet hat, wenn man ihn noch ein länger warten muss. Ich habe nicht gewartet, ich habe direkt einen Checkpoint verpasst. Ja, und ihr seht es oben links, natürlich fahren wir das hier in 50 Runden. Auf was haben wir uns hier eingelassen? Dass ihr langsamer fahrt. Das macht doch keinen Unterschied. Doch, da hast du länger was von. Oh, Windschatten sneaken hier. Innen in die Kurve rein und vorbei. Ja, vor allen Dingen, die Autos sind definitiv aufeinander gebalanced, weil sie sind alle Serie. Alles die gleichen Autos. Keiner hat einen Vorteil. Okay, Lorenz hat sich selber einen Nachteil gegeben. Aber dafür ist er Lorenz. Nur 24 Stunden Racetag. Das ist zu kurz für Lorenz. Ja, Lorenz braucht nur 24 Runden fahren. Oh, Pervica ist dicht hinter mir und versucht, sich den Windschatten zu sneaken. Oh, hast du den Checkpoint auch bekommen? Ja. Ich hab den extra eng genommen. Aber ich hab die deswegen weggeschossen. So will ich nicht. Alles erlaubt hier. Sorry. Alles erlaubt. Boah. Muss ich mir erstmal wieder ranarbeiten hier an Pervica. Wir sollten unseren Exit-Rennen weiterhin nicht haben. Ja, ich bin dabei. Letni, du schießt jetzt Exit mal ab und dann sind wir alle wieder gleich auf. Ja, ich zahle dann nur zurück, was er mir gibt. Ah, hat er dich auch angerempelt, ja? Nee, ich zahle dann die Schulden zurück einfach. Welche Schulden? Naja, was er mir gegeben hat, dann kratzt dann an mein Auto, gebe ich noch zurück. Ach so.
Das sind Beschleunigungsstreifen. Beschleunigungsdellen. Komm, ich geb dir auch mal welche. Ich hab doch noch welche. Hab ich dir da extra uns gleichzeitig ins Auto gemacht. Für die bessere Aerodynamik, oder was? Schon 10% gefahren für euch. 12. Was fahrt ihr denn so für Rundzeiten? Also wenn ich 6. So... Rundzeiten 48, beste. Überlegen kann, ob ich irgendwie eine Chance habe, weil ich wohl nicht so viel auf mich gedacht habe. Das ist gemeint, aber ich bin hier bei 47. Was? Aktuell, ja, mal hoch, mal niedrig. Ich hab 6,888. Ich sag ja, erst groß hier, ja, ich lass euch Vorsprung und dann hinterher nicht rankommen, ne? Ja, rankommen natürlich schon, aber halt, ich werde in den 5 Sekunden hätten 100 Runden fahren müssen oder so. Wie kommst du so schnell ran, Alter? Ja, vor allen Dingen, das ist ja jetzt das Interessante auf dem Dirt. Also, ne, du musst ja gucken, rutschst du durch die Kurve, fährst du, bremst du. Wie bekommst du dieses Auto zum Rutschen? Oh, der rutscht doch gut. Der untersteuert. Hab ich nicht das Gefühl. Nee, ich auch nicht. Fährt sich wunderbar hier. Alle ruhig und konzentriert hier. Ja, ich muss hier mit Exit ein bisschen kämpfen. Ja, ich versuche an Pervika ranzukommen, aber aktuell sieht es eher so aus, als ob Pervika wegkommt. Wer kommt denn da? Perücke kommt. Nein. Weiten komme ich nicht. Ist das ein Lorenz? Es ist ein Lorenz. Den Hund für, weiß nicht, 5 Sekunden oder so. Uiuiui. Der schubst da, Vorsicht, der Lohn schubst. Ich hab gerade so einen Checkpoint bekommen, wenn du nicht so zumachst, schubst ich nicht so sehr. Übrigens, wir können zusammenarbeiten. Wenn du mir Pervika lieferst, dann lasse ich dich nächste Runde vielleicht besser durch. Also wie ich nochmal durchkommen, wenn muss. Bis zum Ziel sehen wir uns nicht mehr. Ja, du weißt ja, wie das in dem Manga läuft, ne? Man kann hinter die eigene Idee dann doch wieder schlecht finden. Nein, ich hab einen Checkpoint verpasst! Willkommen in meiner Welt. Ich hab schon 2 verpasst. ...20% des Rennens vorbei und schon einen Checkpoint hier verpasst. Ah. Evika, block ihn! Wem? Ja, den Racer da! Der ist noch weg. Lass den nicht freiwillig durch!
Wenn er sauber schafft, werde ich ihn nicht blocken. Ach nein. Checkpoint oder was? Ja. Da. Hat's versetzt. Eigentlich muss die Runde schnell sein, ja? Ah, nö. Nicht, okay. Das wird bei mir werden die schnellsten oder die beste Runde wird langsamer. So fliegt der Schatten an. Das wäre doch mal was. Was? Baden an. Das wäre doch mal was. Nee, hab ich nicht an. Das sind ja auf den ersten 10 Runden die Reifen in Eimer. Ja. Ja, ich bin auf dem Dirt vielleicht nicht. Weil 10 Runden sind dann 4 Minuten. Nee. 8 Minuten? Nein, 7, 8 Minuten sowas. Ich schaff ja, hier eine 47. Fahren, lenken. Halt immer noch in mir näher ans Limit gehen. Die Checkpoint außen nehmen. Ey, die nehmen die auch schon hart. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen hier. Schwung halt aus jeder Kurve. 47,9, da ist er. Geht doch. Wie macht ihr das? Musst wirklich hart, hart, hart am Limit fahren. Jeden Checkpoint gerade nur so mitnehmen. Ah, nicht so. Hat zweimal nicht funktioniert. Wobei wir können. Hab das rausgegriffen. Ja. Hab gesehen. Oh. 47,1. 1,72. Ja, ich bin noch bei 47,9, aber ich bin froh, dass 1, 47 da steht jetzt. 47,1,24. Wer die schnellste Runde hat, gibt hinterher für alle Eis aus, ne? Haben wir gesagt gehabt, ne? Ja, ich muss morgen sowieso zum Lorenz fahren. Kann ich mir mein Eis abholen? Mit Lieferung? Den Runden werde ich überholt. Ich geb eine Tasse Milch in ein Glas, tue irgendwie Vanillepulver rein und schick's René. Das kann ich machen. Ja, 46, let's go! Ah, noch ein Checkpoint verpasst. Aber Exe, das fehlt zu schnell. Wieso ich bitte langsam als ihr? Tja, ja, schau mal auf die. Der Exe, der fährt stabil. Du bist ja auch noch kein Checkpoint. Was? Und ich habe sie jetzt so langsam hole ich auf Exit auf. Also nicht irgendwie rundentechnisch, sondern das, was Perücke Golf nach einer Runde Abstand zu Exit hatte, was jetzt nicht viel ist. Wetten, die kommt schon wieder ran, glaube ich. Nee, das bin ich erstmal. Also.
Oh, ich war bei einer 46 und jetzt steht ja wieder eine 47 da. Hä? Ja, weil die 46 nicht sauber war. War sie, ja. Ja. Eigentlich keinen Kontakt, dachte ich. Weil hätte er dann davor überhaupt keine Runde sauber sein können. Aber Exit kennt das Auto auch, so Fiesta. Weiß er, wie man den fahren muss, dass er schnell ist, oder? Das ist gut, dass das ein Fokus ist, eine Nuss. Fokus? Alter, ja. Fokus. Alter Fokus ist gleich Fiesta. So, habe ich gehört. Und schon krieg ich wieder gegen die Wand. Komm, die muss jetzt aber schnell sein. Ah, ist schon wieder nicht schnell. Wenn du denkst, du bist schnell, dann bist du langsam, ne? Ja, die Schnellrunden sind eigentlich häufig unspektakulär. Deswegen sind sie ja schnell. Soll ich ihn vorbeilassen oder fighten? Fighten ihn noch da hinten. Hm? Soll ich dich vorbeilassen oder fighten? Lieber vorbeilassen, ich bin eh noch eine Runde hinten. Also jetzt nicht vorbeilassen, aber halt auch. Ich kann dir richtig auf den Sack gehen, wenn du willst. Ja. Ich hab schon mit Letty gemacht. Weil sonst gehe ich zurück auf den Sack, das glauben wir mal. Hab ich schon mit Letty gemacht. Geht euch ruhig mal auf den Sack, ich finde das gut. Ich lass dich durch. Na klar, ich hab den berührt, Mann. Sorry. Lorenz hat mich echt überholt. Wenn du dann zu viel willst, dann verpassen, ne? War, glaube ich, sogar jedes Mal der gleiche. Nee, gar nicht. Einmal war es auf der. Exit, was los? Checkpoint. Oh. Exit, ich wäre für Fighten gewesen mit Lorenz, ne? Jetzt habe ich ihn hinter mir. Fahr einfach schneller, René.
Ist ja erst die Hälfte vorbei, René. Ich will mir jetzt langsam Sorgen machen, ob du nicht von mir irgendwann überrundet wirst oder so. Kein Plan. Gut. Checkpoint verpassen ist halt hier auf der Strecke mies. Also. In dem Auto. Schnell. Hier kannst du ihn ja schon mit durchnehmen. Vor allem, wo du den Ausgang hast, hast du viel Platz. Ja, so, ne? Hier bekommt jetzt noch so ein kleines Coaching. Und den Checkpoint natürlich nicht verpassen, wenn möglich. Ne, den habe ich getroffen. Okay. Ich versuch's ja schon möglichst hier eng. Kannst du enger. Hier brauchst du nicht so viel rumrutschen. Und hier kannst du noch viel näher an die Wand gehen. Hier kannst du noch viel näher an die Wand gehen. Zack, bam, gegen die Wand. Wie nah noch soll ich näher. Denn noch? Noch näher. Du musst ja erst vorne einen kleinen Schaden einfangen und dann ist mehr Platz zum Hinfahren. So, jetzt habe ich anscheinend eine saubere 47-0, aber die 46 habe ich seitdem nicht mehr geschafft. Hattest du heute schon eine 46 hier mit dem Auto? Ja. War anscheinend halt nicht sauber, weil sie wurden mir wieder weggenommen. Ich habe ja noch ein paar Versuche. Da hinten müsste Exit, Pervica und Letni kommen. Vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. Wenn die jetzt nicht schnell ist, ne? Jetzt habe ich 48,4. Eben hatte ich 47,9. Kann auch nicht sein, dass ich seit 29 Runden keine saubere habe. Ja. Sag bloß, das ist irgendwie komisch teilweise. Das ist teilweise komisch. Ja. René, ich bin neben dir. Danke. Machen weg. Nee, machen weg. Du hast Exit, Lorenz ja auch einfach so durchgelassen. Ja, aber Lorenz ist ja nicht mein Gegner, aber. Ja, meiner.
Styler? Ja, ja, guck mal. Oder? Ist an mir vorbei. Hast du auch nicht aufgehalten? Also ja, wir haben alle keine Chance gegen Lorenz wahrscheinlich in Forza. Also ich auf jeden Fall nicht, bei euch weiß ich nicht. Aktuell bin ich auf P4 von 6, also ich weiß ja nicht. Du hast aber auch eine Runde hinter angefangen. Anderthalb, sogar wahrscheinlich. Ich habe gehört, in dem Rennen ist alles erlaubt. Ja, ist ja auch völlig legitim. Ja, also. Da will ich keine Beschwerden hören, wenn ich mir meine Special Tactics ausprobiere. Ich wollte erst die Reifen auf Temperatur bekommen, um dann zu pushen. Und dann waren sie zu heiß, also musste ich wieder. Wir sagen nach 32 Runden, was das Ziel. Alles ist erlaubt, haben sie gesagt. auch schon wieder. Ich habe mich jetzt wieder verschlechtert. Und meine saubere Runde vorher hat ja sauber sein müssen, damit sie die 46 verdrängten. Jetzt habe ich mich nochmal verschlechtert. Oder gibt es hier in Forza Horizon 5 jetzt die Einteilung saubere Runde und noch sauberere Runde? Kann das vielleicht sein, dass sie den Durchschnitt nehmen? Nein. Da müsste ja jede Runde es ändern. Na! Meilenweit dran vorbei. Jetzt habe ich Pervika wieder vor mir. Danke, das hast du mir einfach gemacht. Wieder verbessert. Jetzt kann ich wenigstens wieder versuchen, Pervika einzuholen, auch wenn er eine Runde vor mir ist. Normal. Vor allem jetzt hatte ich definitiv einen Wand-Tat-Ditcher drinnen. Das Spiel sagt, das war schneller. Die ist komisch. Hier. Lorenz ist immer noch nicht am Pervika vorbei, ne? Nö. Ich glaube, er ist gerade hinter mir. Obwohl rosa? Ja. Oh, erster Checkpoint Miss. No! Das ist gut. Haben das jetzt alle abgehackt? Checkpoint Miss? Ich hatte keinen. Okay. Aber hab das aufgetroffen. Ich hab wahrscheinlich alle Checkpoint Mist für euch gleich mit drin. Ja, pro Checkpoint Mist gibt's ja 10 Bonuspunkte, oder? Und pro absolvierte Runde 1. Ja, bist du schon ganz schön in Führung.
5 Sekunden, wie soll ich die jemals wieder reinfahren? 53 statt 47.36 haben wir. Hast du? 38. Ja, okay. 38. Wie viel Disrespect wollen Sie haben, meine Teammates? Ja! Ah, aus. Ja, ist ja alles gut. War mir von Anfang an klar, dass ich nicht Erster werde. Dafür spiele ich es auch nicht. Aber ich finde, der macht Spaß hier auf der Strecke, oder? Ja, sehr. Nicht, wenn man Lorenz am Nacken hat. Einfach zu, wie ein Pferd nach hinten austreten. Okay, Perücke sagt, jo, hier vorbeischieben ist Witze. Oh no. Komm, wir letten hier an. Ich kann nicht nochmal überrundet werden oder so, kein Plan. Er ist ungewohnt, den ersten hinter sich zu haben. Was bedeutet das? Dass ich gleich überholt werde. Hast zu viel gepokert, ne? Ja. Ich hab gedacht, ich bin innen und Perücke hat gesagt, nee, du bist nicht innen, du bist zu weit innen. Du hast nicht gesagt, dass du überholen möchtest. Du uns wollt nur mal deinen Fahrer angucken. Das ist ein Dino. Ja, sieht man nicht so oft. Noch 10 Runden, also für mich zumindest. Sehr gut, ich muss wahrscheinlich auch keine 10 mehr, weil bis dahin habt ihr mich DNF gefahren. Na klar, ich hab den berührt, Mann. Das ist Lorenz, haben wir vorbei. Deshalb, obwohl ich da nicht gesagt habe, dass ich überholen will. Rücke gar nicht vorbei. Gleich. Bleib links. Danke. Ach, den lässt er wieder durch. Naja, seine Lackierung werde ich bestimmt nicht kaputt machen. Ich hab mir schon Line gekauft. Ich würde es interessieren, ob ich mich aus dem DNF-Fenster noch raus retten kann. Oh. Da muss ich nochmal voll anpassen. Dann hast du nicht genug bezahlt, Letni. Ja, aber du bist ja jetzt schon mal in der gleichen Runde wie Exit und die Runde geht ja nur 48, also es könnte... Ja, die hier hängen mir direkt im Nacken. 46,5. Die erste Kurvelinie.
Da kann ich 107 statt 100 km mit durchnehmen, wenn man weiter außen fährt. Und es hilft dann hier bergauf. Nein! Kommst du denn schon wieder her, Lorenz? Von hinten vermutlich. Ja, nee, so fährt man die Kurve übrigens. Cool, oder? Voll cool. Ach, sorry René, ich wurde reingeschubst. Ich hab euch nicht kommen sehen. Hab ich nicht drauf geachtet, sorry. Jetzt hätte ich Platz gemacht. Alles gut, alles gut. Ist Perücke auch an mir vorbei inzwischen. Fahren wir aber auch gerade hier in den Naht zusammen. Da bin ich auch ganz happy drüber gewesen. Ja, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Jetzt nochmal volle Concentration hier. Zu sicher gefühlt, locker gefahren. Und dann noch Fehler. Also jetzt hat 3,46er am Stück. Die Linie außen scheint wirklich zu helfen. Was scheint zu helfen? Exit, das erste 180 Grad Kurve sind ja sozusagen 2,90 Grad. Letney, hast du den noch gekriegt? Ja. Du bist bei mir voll rechts vorbei. Das war mal ein bisschen knapp, ne? Ein bisschen? Ja. Ich hab noch 4 Runden, was habt ihr noch? 3? Ja. Oder 3? Ich bin jetzt noch 148 eingefahren. Ich glaube, Brücke kriege ich nicht mehr.
Das passt ja schon noch. Nee. Aber nicht schlimm. Ein Fahrfehler nach dem anderen, ja. Boah, das war ein... Okay, ich schaff's nicht mal ins Ziel, scheiße. Also, schade, ey. Puh. Hätte noch zwei Runden, schaffe ich auf keinen Fall mehr. Selbst die Backpoints haben schon nachgegeben, die stehen quer. Das war anstrengend. Nochmal. Loot fährt jetzt nochmal. Aufnahme liegt nicht. Ja, Lorenz fährt jetzt nochmal 50 Runden, weil Lorenz hat eigentlich mit 100 gerechnet. Und also, ich für meinen Teil bin raus und ich denke mal, das geht dem Rest ähnlich. Guckt unten in die anderen Sichten und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Tschüss. Ciao.